Ein Kran, Betonplatten und jede Menge Dampf. Was wird hier wohl gemacht? Hier werden Baumstämme gedünstet. Das bedeutet, in dem Wasserdampf werden die weich gemacht. Wenn die Baumstämme dann weich sind, werden sie mit dieser Kralle gepackt und auf ein Förderband gelegt. Auf diesem Band geht es dann in die Fabrik. Und dort werden die Baumstämme erstmal auseinandergesägt in gleich große Stücke. Diese Stücke werden weitertransportiert. Und kommen zu dieser Maschine. Das sind ganz scharfe Messer, die schnell rotieren. Und mit dieser Messermaschine wird der Baumstamm erstmal entrindet. Das geht alles ganz schnell und alles ganz automatisch. Weiter geht's mit dem entrindeten Stamm zur nächsten Maschine. Hier wird der Stamm von zwei Spießen eingeklemmt. Der Stamm dreht sich dann ganz schnell und hier wird die Feinarbeit gemacht. Das bedeutet, die übrig gebliebene Rinde wird weiter abgeschabt. Und jetzt wird der Stamm geschält. Das bedeutet, eine ganz feine Schicht Holz wird einfach mit einem scharfen Messer von dem Stamm runtergeschält. Und diese feine Schicht wird auch nochmal wieder auseinandergeschnitten, sodass man gleich große Teile bekommt. Das sind Sperrholzplatten. Und diese Sperrholzplatten werden von Herrn Ahmad oben und unten mit Leim beschichtet. Wenn 5 Sperrholzplatten mit Leim beschmiert sind, nimmt sich Herr Ahmad diese Platten. Und dann schichtet er auf eine ohne Leim beschmierte Platte, eine mit Leim beschmierte Platte. Und das immer abwechselnd. Darauf kommt wieder eine Platte ohne Leim und darauf wieder eine mit Leim. Und zum Schluss nochmal eine ohne Leim. So dass dieser Holzstapel 13 Holzschichten hat. Und dieser Stapel kommt in eine Presse. Das sind die Schichten und die Presse presst diesen Stapel in eine ganz bestimmte Form. Die Holzschichten sind jetzt fest miteinander verleimt. So sieht's jetzt aus. Das geleimte und gepresste Holzstück wird hier eingespannt. Das ist eine Säge. Und diese Säge hat 8 Sägeblätter und die sägen das Holzstück in 9 kleinere Teile. Die Stücke oben und unten sind Abfall, die werden nicht mehr benutzt, aber das in der Mitte. Mit den Teilen wird weitergemacht. Ein solches Teil wird in diese Maschine eingespannt. Da werden vorne und hinten die Enden abgeschnitten und rund gemacht. Und es kommen Löcher rein. Fertig ist dieses Teil, es wird wieder ausgespannt und das nächste kommt rein. Und dieses Teil wird auch nochmal auseinandergesägt und wird jetzt nochmal schmaler. Fallen schön auseinander und werden hier eingespannt. Herr Sachse befestigt jetzt auf die Holzteile Metallschienen. Er nagelt die fest. Wenn man sich diese Nägel näher anschaut, sehen sie aus wie Schrauben. Sind sie aber nicht. Es sind Nägel. Vorne werden die Eisenschienen auch noch festgenagelt. Und dann sind diese Holzstücke fertig. Aus diesen Holzstücken sind Kufen geworden. Weiter geht's mit diesem Stückchen. Die Löcher werden mit Leim beschmiert. Und auch die Löcher in den Kufen bekommen ihre Ladung Leim ab.
Die Kufen werden dann hier eingespannt. In die Löcher werden Beinchen reingesteckt. Und auf die Beinchen kommen diese Holzstückchen von gerade eben. Jetzt wird das Ganze zusammengepresst. Und jawohl, es sieht aus wie ein Schlitten. Das Ganze nochmal von nah. Da sind die Kufen. In die Kufen kommen die Beinchen. Erst hinten, dann vorne. Und auf die Beinchen die Holzstückchen. Und alles wird zusammengepresst. Der Schlitten ist allerdings noch nicht ganz fertig. Vorne muss noch das sogenannte Zugeisen befestigt werden. Da kann man dann später eine Schnur dran binden und sich ziehen lassen. Und das passiert auch wieder mit diesen komischen Nägeln, die aussehen wie Schrauben. Und jetzt wird noch der Sitz montiert. Da kommen erstmal zwei lange Holzlatten, die werden vorne reingeklemmt und festgetackert. Und in die Mitte kommen noch kürzere Holzlatten. Eine Latte, zwei Latten und drei Latten. Und alle fünf Holzlatten werden jetzt mit einem Mal festgenagelt. Nochmal von nah. Da sind die Nägel. Sieht schon aus wie ein richtiger Schlitten. Und damit dieser Schlitten auch die härtesten Rennen überstehen kann, bekommt ihr noch Stützeisen verpasst. Natürlich wieder mit den Nägeln, die aussehen wie Schrauben. Der Schlitten ist allerdings immer noch nicht fertig. Denn Holz und Wasser vertragen sich nicht besonders gut. Und deshalb muss der Schlitten erst nochmal mit einer Lackschicht überzogen werden. Das passiert hier in dieser Lackbadewanne. Da wird der Schlitten durchgetaucht und wieder rausgezogen. Der Lack muss nur noch trocknen und dann ist der Schlitten fertig.